Weil in der Raw-Ausgabe dieser Woche trafen die der härtesten Superstars in einem Tag-Team-Match aufeinander. Das gefährlichste Raubtier Randy Orton traf zusammen mit dem Weltschwergewichts-Champion Sheamus auf den Herausforderer Nummer 1 Alberto Del Rio und Chris Jericho. Welches dieser dynamischen Duos würde sich durchsetzen? Ja, das ist ja nicht nur das die Frage, welches Team setzt sich durch, sondern auch, wer nimmt denn am meisten Schwung mit zu der Großveranstaltung, zu Over the Limit? Zu diesem Zeitpunkt, wir haben es Ihnen ja vorhin in SmackDown gesagt, wussten die hier noch nicht, dass sie ein Fatal Four-Way-Match bestreiten wollen. Da hieß es eigentlich noch Sheamus gegen Alberto Rio um den Weltschwergewichts-Championship. Inzwischen wissen wir aber, dass die vier eben auch, dass es ein Fatal Four-Way-Match um den Titel sein wird, an dem die vier Männer teilnehmen. Und ich denke, da sieht man sich dieses Match natürlich auch aus einem etwas anderen Blickwinkel. Vor allem, wenn wir bedenken, dass der Ausgang dieses Matches, das, was sich daraus entwickelt hat, ja zu diesem Fatal Four-Way-Match geführt hat. Das ist eben das Schöne hier an dieser Sendung, dass man dann auch im Nachhinein mal einen besonderen Blick auf die Ereignisse werfen kann. Für Alberto Del Rio heißt es natürlich, oder hieß es, sollte ich genauer sagen, schon vor diesem Match Schwung holen für Over the Limit, denn sein Titelmatch stand ja eh fest. Oh ja, und Alberto Del Rio mit Randy Orton, das ist echt eine schwere Auseinandersetzung, aber dieser Armbreaker Alberto Del Rio, der findet doch immer wieder sein Ziel und richtet natürlich auch bei der FIFA, bei dem gefährlichsten WWE-Raubtier großen Schaden an. Um Ansatz zum Josh Armbreaker und Randy Orton entfaltet sich der Aktion und zeigt hier einen schönen Backbreaker. Das wäre ein wichtiger Zeitpunkt, um zu wechseln. Sheamus zeigt es auch an, streckt seine Hand Randy Orton entgegen, aber er kommt kaum vorwärts. Alberto Del Rio auf der anderen Seite versucht, Chris Jericho zu erreichen. Beide sind kurz vor einem Wechsel. Wer schafft und wer schafft das erst auch? Beide fast gleichzeitig. Und jetzt ist Sheamus da und hämmert auf Chris Jericho ein, als ginge es um sein Leben. Schöner Schulterblock. Anlauf, High Needle. Der keltische Krieger, der große Weiße, ist unglaublich drauf. Packt er sich, Chris Jericho, mitten an. Er kann ihn nicht oben halten, weil er linke Hand doch zu sehr schwer zu sofort versucht, Chris Jericho die Worte um Jericho anzusetzen, aber auch das misslingt. Und was sehen wir jetzt? Oh, den Irish Curse Backbreaker. Das ist wirklich ein Fluch für jeden Gegner. Aber Alberto Del Rio ist da, befreit Chris Jericho. Gegen Alberto Del Rio blickt er auf seinen Gegner. Sheamus hat sich im Hintergrund wieder aufgearbeitet und tritt zu, trifft aber Randy Orton mit seinem harten Pro-Kick. Da dreht sich dann gleich wieder rum, er will seine Aufgabe erledigen, aber statt hier zu Jericho zu machen, der Codebreaker und der Sieg zu seinem Team. Das dürfte Probleme zwischen Sheamus und Randy Orton geben. Denn Randy Orton interessiert es nicht, ob zu langsam versehentlich oder absichtlich erfolgte. Er reagiert da immer gleich. Zeigt Chris Jericho an, worauf es ankommt. Wer möchte Weltschwergewichtschampion werden? Er sollte eigentlich. Damit er es über die Welt hinausträgt. Was für ein Match, schon unglaublich, diese vier Superstars in einem Tag-Team-Match. Und das eben das war keine Absicht von Sheamus. Chris Jericho glich aus und natürlich konnte Sheamus den Sturm nicht mehr anfangen. Dann der Codebreaker, das Cover bestreitet und der Sieg gehört diesen beiden Männern hier. Alberto Del Rio und Chris Jericho, da auch noch ein bisschen Ricardo Rodriguez. Sehr, sehr bitter natürlich für Randy Orton, den Sieg eingefangen und natürlich auch noch eine Niederlage in diesem Tag Team Match. Sheamus, klar, der kann nichts dafür, da gibt es überhaupt keine Zweifel, wir haben es noch mal gesehen. Man sieht auch, dass Sheamus da durchatmet, sagt dem Motto: Ach, was habe ich denn da für Mist gemacht? Er hilft Randy Orton hoch, aber der sagt: Nee, das geht schon allein. Ja, das ist eben auch Randy Orton, er möchte das alleine schaffen. Er wollte ihm Sheamus die Hand in den strecken und was kommt von Randy Orton? Ein RKO, das ist die Art der Entschuldigung, wie sie Randy Orton eben bevorzugt. Ja, er ist natürlich sauer, ich kann es ja auch verstehen. Und jeder Gegner weiß, dass ein Randy Orton so etwas nicht.
nicht einfach stehen lässt. Relativ klar, und dann da zündet er fast ins WWE-Universum hinein, so als würde er sagen, ja, so ist das halt. Jetzt lässt sich Randy Orton feiern. Did you see that? I pinned Sheamus. That means I should get the next chance. Chris Jericho, denk dran. Ja, ich hab Sheamus besiegt, das ist der nächste Titel. Das nächste Titelmatch bekommen. Sind drei Superstars, die denken, sie hätten ein Titelmatch verdient. Und Randy Orton lässt sich ganz bestimmt von niemandem sagen, raus hier, du hast hier nichts zu tun, geh auf Chris Jericho los. Und jetzt arbeiten wir, jetzt sind alle vier zusammen, gerade sie, wir sind noch im Match. Und jetzt prügelt sie sich hier in Mr. Jericho in ein Büro. Das Match geht sozusagen hinter den Kulissen weiter. Wir haben drei Herausforderer auf den Weltschwergewichts-Champion-Titel. Ja, da geht's auch einmal um den Bro-Kick. Mr. Laurinaitis mischt dich natürlich ein, das ist klar. Wann immer du was willst, komm doch. Ja, die Jungs, die haben gute Argumente, deshalb. Das Match um den Weltschwergewichts-Champion-Titel bei Over the Limit ein Fatal Four-Way werden. I'll annihilate anyone who dares to step in the ring with the Celtic Warrior. Pure unadulterated power. Please follow or get out of me way. Take me seriously. There will be only one man standing at the top. Me, the Celtic Warrior.